Egal ob 1, Sheltier, Albedo, Jerkniv, Naya oder sogar Garzeth, jeder hat wie es aussieht einen Karma-Wert, sogar Monster wie die Dark Young. Und oft hört man mich in den Videos sagen, der und der hat den Karma-Wert, aber was ist das jetzt? Wie kann man den ändern und was bringt das überhaupt? Alles was ihr wissen müsst, jetzt in diesem Video. Der Karma-Wert ist nicht direkt das, wonach es klingt. Es ist eher sowas wie ein Kompass, der sagt, wer mehr Böses und wer mehr Gutes getan hat. Aber dafür gibt es keine direkte Strafe, wie man bei uns sagen würde. Wir behaupten ja immer, wer mehr Böses tut, dem widerfährt auch mehr Böses. Und hier ist das eben genau anders. Abhängig von deinem Karma-Wert kannst du bestimmte Fähigkeiten, Items, Rassen, Klassen, Zauber und Skills verstärken. Böse Zauber, wie beispielsweise sofortige Tötungsmagie, wie unter anderem Grasp Heart, werden durch einen negativen Karma-Wert deutlich gestärkt und durch einen positiven geschwächt. Andersrum natürlich auch bei heiligen Zaubern. Je nach Karma ist man jedoch auch anfälliger für bestimmte Attacken und Fähigkeiten. Aber einen unglaublich, unheimlich eklatant riesigen Unterschied gibt es by the way nicht bei der Stärkung und Schwächung von solchen Sachen über diesen Wert. Im schlimmsten Fall kann es nur sein, dass wenn alles gegen einen spricht, dass ein Stufe 10 Zauber ungefähr so viel Schaden macht wie ein Stufe 1 Zauber, aber das ist sehr, 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 sehr selten und sehr unwahrscheinlich, dass das eintritt. Sollte jemand einen rein neutralen Wert haben, bekommt dieser dennoch extra Schaden von karma-basierten Zaubern eines anderen Spielers. Nur dieser dann eine gute Basis, kann man sagen. Von positiv gestimmten sowie auch negativ beeinträchtigten Zaubern bekommt er gleich viel Schaden. Nicht von einem mehr und auch nicht weniger. Ich denke, dass sich diese Nichtstärkung, Nichtschwächung auch auf die eigenen Skills dann bezieht, sollte ziemlich klar sein. Übrigens gibt es auch Klassen, die es verbieten, Monster zu beschwören, die einen zu unterschiedlichen Karma-Wert vom Beschwörer haben. Und by the way, umso näher der Karma eines Monsters an den Wert ihres Meisters dran liegt, umso stärker wird dieses Monster. Sollte eins also rechtschaffende, gute Engel irgendwie beschwören können, sind diese Wesen deutlich schwächer als normale. In Yggdrasil gab es auch Zauber, die Karma-Werte manipulieren und heftig ausnutzen. Bestimmte Fähigkeiten von Bugubugu Chagama zum Beispiel, meistens hatten Tanks solche Fähigkeiten, sorgen dafür, dass sich der Karma-Wert kurzzeitig von positiv zu negativ stimmen kann oder andersrum. Und andere wieder, wie beispielsweise Judgment of Osiris von Jamaiko, können den Karma-Wert bis zum extremsten boosten. Im Normalfall ist minus 500 oder plus 500 das höchste, aber mit dem Zauber sind sogar minus und plus 1000 möglich. Zumindest kurzzeitig. Diese Regeln und Möglichkeiten aus Yggdrasil scheinen auch exakt so in der neuen Welt zu gelten, mit dem kleinen Zusatz, dass sich Personen oft eher ihrem Karma-Wert entsprechend verhalten. Eins ist da eine Ausnahme, entweder weil er untot ist oder ein Spieler, aber alle anderen sind jedoch betroffen, egal ob NPC, Wesen oder Monster. Mit nur wenigen Optionen kann man den Karma-Wert beeinflussen und ändern. In Yggdrasil kann man durch das Töten von Dingen seinen Wert beeinflussen. Wenn man ein Wesen mit einem positiven Karma-Wert tötet, wandert der eigene ins Negative und andersrum auch. Vermutlich kommt es auch auf die Rasse und Rassenklasse an, wie schnell das geht oder bei welchem Wert man, ich nenne es jetzt mal, startet. Engel wären dann in dem Fall, sollte das jetzt wirklich zutreffen, von Natur aus gute Wesen und haben einen sofortigen, positiven Karma-Wert von, ich sag jetzt mal, ungefähr 100. Bei den Untoten wäre es dann eben genau andersrum. Die hätten dann zum Beispiel ein Skelettenmage minus 100. Und bei manch anderen Rassen kommt es natürlich ganz auf die Subrasse an. Angenommen, es gibt diese Klasse, wäre dann ein gefallener Engel böse und ein normaler Engel gut. Während wieder andere Engelklassen neutral sind und so weiter. In der neuen Welt sind auch die Absichten wichtig, warum man etwas zum Beispiel tut. Remedios beispielsweise hat einen Wert von plus 200, obwohl sie sehr viel tötet. Das ist so, da ihre Absichten rein freundlicher Natur sind, sie will schließlich nur ihr Volk beschützen. Karma-Werte teilen sich in folgenden Bereichen. Extrem böse ist der Bereich um minus 500 bis minus 450. Direkt danach kommt dann der Bereich namens sehr böse, der geht etwa bis minus 250 circa anscheinend. Gefolgt von Normalböse bis minus 150. 100 ist Neutralböse. Alles von minus 50 bis plus 50 ist neutral. Und der Kreis wiederholt sich nur in der gegengesetzten Richtung. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ob eins jetzt in der neuen Welt seinen Karma-Wert ändern oder gar beeinflussen kann, wurde bisher niemals irgendwo beantwortet. Aber ich denke, tatsächlich ja. Nur kann ich das wirklich an keinen Fakten irgendwie festmachen. Eins hat bisher keine Veränderung in seinem Verhalten gezeigt, wenn er irgendetwas Böses getötet hat oder irgendetwas Gutes. Naja, egal. Mehr zum Karma-Wert gibt es nicht wirklich zu sagen. Ein paar zusätzliche Infos finden sich im Yggdrasil-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Und damit gesagt, vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.